Kurzhörse hier. Heute möchte ich eine kleine App vorstellen, die speziell für Office 365 bzw. für Outlook toll funktioniert, und zwar FindTime. Jeder von uns kennt das Problem, dass man Meetings organisieren muss und dann immer wieder nachfragen muss, wer hat wann Zeit. Es gibt da verschiedene Varianten. Wer Doodle kennt, kennt das Prinzip. Aber mit FindTime hat hier Microsoft etwas aus dem eigenen Haus vorgestellt und es ist wirklich praktisch. Ich habe schon sehr viele Minuten dadurch gespart. Wie schaut das Ganze aus? Schauen wir uns den Ablauf an. Was mir an der ganzen Sache so toll gefällt, ist, dass ich das sofort aus meinem E-Mail-Programm aus Outlook heraus starten kann. Das heißt, ich brauche hier nur zum Beispiel Meeting eingeben, eine E-Mail schreiben und da unter New Meeting Pool kann ich das Ganze sofort starten. Brauche nur einen Empfänger natürlich angeben. Hier gebe ich zum Beispiel meine Wenigkeit an, damit ich das auch zeigen kann mit der anderen E-Mail-Adresse. Und dann geht es schon darum, dass ich hier die einzelnen Termine auswähle. Und zwar kann ich hier sofort nach Datum auswählen, auch in der Woche, zum Beispiel nächsten Dienstag sehe auch, habe ich hier Zeit und kann man auch noch meinen Kalender hier einblenden lassen. Und somit kann ich sofort gewisse Termine auswählen. Wählen wir hier zum Beispiel drei Termine aus und am zweiten Tag vielleicht auch noch einen Termin. Sehe auch, dass ich einen freien Platz habe in meinem Kalender. Der Angemeldete, der Adressat, von dem habe ich leider keine Kalenderfreigabe, deswegen kann ich es nicht sehen. Hätte ich die Kalenderfreigabe, könnte ich auch noch sehen, ob der da überhaupt Zeit hat. Sobald ich auf Next klicke, kann ich auch noch sagen, okay, ich hätte gerne ein Online-Meeting, wird automatisch ein Skype-Meeting erstellt, beziehungsweise könnte ich auch ein ganz normales Meeting herschreiben. Machen zum Beispiel hier in der Hagsteier. Und das war es eigentlich schon. Es wird sofort diese Einladung in das E-Mail eingefügt. Und wenn ich das Ganze jetzt auch abschicke, kann ich vielleicht auch die andere Seite dann noch zeigen. Das Tolle an der Sache ist, dass es auf findtime.microsoft.com dann auch die Möglichkeit gibt, dieses Meetings zu verwalten bzw. noch zu sehen. Es gibt dann dieses Meetings-Dashboard. Ich habe jetzt da zwei verschiedene Meetings heute schon vorbereitet und könnte die auch noch editieren bzw. verändern. Das ist im Browser schnell und ganz einfach editierbar und anwählbar. Und wenn ich da vielleicht jetzt kurz schaue in dieses andere E-Mail-Programm, hier ist die E-Mail angekommen. Der Adressat braucht jetzt nur auf Select Options klicken, kommt auf eine eigene Seite, wo er eben hier sofort die Übersicht der jeweiligen vorgeschlagenen Termine sieht. Ich finde die Übersicht auch sehr gut gestaltet und jetzt kann er sagen, okay, hier habe ich keine Zeit, hier habe ich sehr wohl Zeit, da habe ich auch keine Zeit und das wäre eigentlich mein Lieblingstermin. Sobald ich hier auf Submit klicke, wird das Ganze übertragen und vollautomatisch auch wieder eine E-Mail erstellt an den Organisator. Und somit sehe ich auch sofort, wenn ich hier zum Beispiel reinklicke, okay, wir haben hier noch keine Antwort. Okay, dauert noch ein Weilchen, bis die Antwort dann auch aufgenommen wird. Und dann kann ich sofort sehen, wer hat denn hier wie geantwortet auf alle Fälle. Okay. Ich glaube, in alles im All ein wirklich geniales Tool. Man kann hier ganz viel Zeit sparen. Und was mir besonders gefällt, ist, dass es aus meiner Office und aus meiner Desktop-Welt von Haus aus funktioniert. Es geht auch im Online-Office, also auch hier ist es möglich, dieses FindTime-Plugin aufzurufen oder Add-in aufzurufen und somit Meetings zu organisieren. Würde mich über Feedback freuen und hoffe, dass es einige Leute gibt, die genau nach diesem FindTime, nach diesem Meeting Planner gesucht haben. Microsoft bietet, wie gesagt, ab sofort das Ganze von Haus aus an. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.